Abonniert bitte die Familie Ritter. Monster TV, ich grüße dich, danke. Und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Omsi-Part von mir. Heute sind wir wieder auf Wuppertal und fahren diesmal eine Buslinie, nämlich die 604 zum Bahnhof. Ja, steht jetzt nicht welcher Bahnhof, alles klar. Ja, mit dabei habe ich sogar heute zwei Stargäste. Hallöchen. Hi. Ja. Hallo. Hi. Ja. Hallo. So, wir fahren hier heute den Mercedes-Benz O, nicht den O, den Mercedes-Benz C2 LE. Ja, ist ja neu dazugekommen. Sind wir noch gar nicht in einem Let's Play gefahren oder sonst was. Gucken wir uns den mal von innen an. Ja, ne, was gibt es dazu zu sagen? Ist halt ein stinknormaler Mercedes-Benz C2. Ne? Ja. LE. Kennt man ja hier, wo man halt hier hinten hochgehen kann. Ne? Ist halt mehr Sitz, Fahrgastkomfort und so alles. Ne? Ja. Hier haben wir dann auch das gleiche Ibis, was wir auch in der Schwebebahn haben. Nämlich hier diesen, warte, das kennt man ja schon aus der Schwebebahn hier, dieses Ibis, ne? Ist genauso wie halt aus der Schwebebahn. Ja, genau, gut. Wir haben jetzt noch, ja, das wird mir hier leider nicht angezeigt, warum auch immer. Aber wir haben jetzt noch 0,3 Viertel Minuten, das heißt also 45 Sekunden müssten das sein. Ja, dann können wir auch schon losfahren. Und was sagt ihr so zum Add-on Wuppertal? Ja, ganz gut. Ist okay, aber die Performance lässt zu wünschen übrig. Ja. Ja, das muss ich ganz ehrlich aussagen. Jetzt hier an Anfang des Teils hat der Gamer LPs schon gesagt, wird es flüssig laufen. Aber so gegen Ende der Strecke soll es dann eher so ruckeln. Nee, ab der dritten Haltestelle auf der Bleiche fängt's an. Okay. Starten wir mal den Motor. Und wir fahren dann schon mal zur ersten Haltestelle. Ja, jetzt müssen wir erstmal links abbiegen. Dann kommen wir auch zur Starthaltestelle. Vorfahrt achten. Ja. So. Genau. Gut, da sind dann auch schon die Fahrgäste. Ja, die lassen wir mal alle einsteigen. Das sind aber doch eine ganze Menge, muss ich ganz ehrlich sagen. So, einmal einsteigen, meine Damen und Herren. Ich weiß gar nicht, sagt das Ibis, wann wir losfahren können? Nein. Okay, dann müssen wir gleich mal schauen. Alt. Was, das ist also, schon meinst alt? Du diese Meldung? Ja, also du meinst mal diese Meldung mit bitte abfahren, du willst so piepen, ne? Genau. Ja, das geht bei dem. Okay. Das Ding unten drunter ist schon etwas älter. Ja, ich glaube, das haben die nachgerüstet da oben, ne? Mhm. Ja. Also das Ding unten drunter ist ja von Hamburg. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob die BSW das auch hat, aber... Ja, das hat die BSW, ja klar. Ja. Weil die BSW hat da mal ein Video auf ihrem Kanal hochgeladen, wo sie die neuen Systeme vorgestellt haben. Und das hat man eigentlich ganz gut nachgebaut, muss ich sagen. Okay. Ja, ich sag mal so, warum nicht, ne? Mhm. So, nächste Haltestelle ist... Erwinstraße. Ja, wird und dann auch kommt ja... auf der Erwinstraße. Was kommt dann? Auf der Bleich und dann ja, heißt genau. Es mal wieder. Sag's, was es heißt. Ja, Ruckelparadies oder was? Genau. Ja. Ach, wenn die hier. Ein Erwachsenen-Ticket bitte. Ja, bitteschön. Dankeschön. Ja. Hallo. So. Hintere Tür müssen wir auch noch zumachen. Und dann sehen wir da hinten auch schon eine kleine Baustelle. Ja, hier wird scheinbar ein neues Gebäude gebaut. Was weiß ich. Ich glaube, das wurde abgerissen, habe ich mal von jemandem gesagt bekommen. Ja, stimmt. Hier sind auch so Schotterberge. Da hast du recht. Da wurde irgendwas abgerissen. Aber da wird doch, denke ich mal, irgendwas wieder neu hingebaut. Ja. Auf der Bleiche. Auf der Bleiche ist die nächste Haltestelle. Da hinten ist dann auch schon mal, denke ich mal, so eine Hauptstraße, ne? Ah, wir müssen jetzt hier auf die Busspur.
Okay. Und da haben wir dann auch schon die Haltestelle auf der Bleiche. Manfred ist auch natürlich wieder am Start, wenn er einsteigen will. Ja, sah jetzt nicht so danach aus. Ja. Und hier fängt es an zu ruckeln. Einsteigen bitte. Preisstufe A. Ja. Das heißt, nach Barmen, oder? Ja. Warte, ich guck nochmal. Da steht nur Bahnhof, keine Ahnung. Alles klar. Und die Zahl, die ist auch ein bisschen, ja, ne? Nur die Hälfte zu sehen. Matrix funktioniert auf jeden Fall. Muss ich mir denn im Video angucken. Ja. Ah. Herrlich. So. Ja. Bad Werlisstraße ist die nächste Haltestelle. Und hier sind jetzt auch schon ganz viele Gebäude aneinander geklatscht, wie man es vom Wuppertal halt gewohnt ist. Ein Haus neben den anderen. Genau. Ja, ist ja in Wuppertal so üblich. Ich glaube nicht. Doch. Echt? Ja, das ist tatsächlich so. Und hier oben haben wir auch schöne Lichter, ne? Wie aus den 60er Jahren oder was weiß ich, keine Ahnung. 60er, ja. Keine Ahnung, ey. Hm. Die Sparkasse. Ja. In Nürnberg. In Nürnberg. Wie Nürnberg? Nürnberg. War Sparkasse Nürnberg. Oh, scheiße, ich bin falsch gefahren. Ja. Oh, sag bloß. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ne? Nehmt den nächsten Bus. Danke. Stell dir mal vor, das würde ja so ein echter Busfahrer sein. Ja. Es ist aber auch immer blöd. Du kennst dich nicht hier so wirklich aus und dann ist auf einmal so eine Busspur. Aber Monster, du hast doch Minimap. Wie kann man sich denn da verfahren? Ja, aber die Minimap tut das ja auch nicht wirklich gut darstellen. Sagen wir es mal so. Das ist so ein geiler Meme, das würde ich jetzt Erik gern sagen. Was? Ich schick dir das kurz privat, okay? Ja. Oh Leute. Seid ihr wieder am Lästern? Nein, nein. Nein, nein. Okay. Ist das über die legendäre DB? Ah. Okay, Erik, ich hab's dir mal geschickt, ne? Jo. Ach man. Ach man. Nächster Halt ist Brandströmstraße. Brandströmstraße. Tatsächlich. Okay. Hier ist ein Gebrauchtwagenhändler, alles klar. Und hier wieder Fettwerbung für die Schwebebahn. Abo. Auf einem Werbeschild. Ah, hier sind die Bilder, die ich brauche. Sehr gut. Sehr gut. So, wir müssen auf die mittlere Spur. Psch. Oh, wir haben grün. Alter. Ja, jetzt fährt der auch noch hier, ne? Hallo. Was macht der denn hier? Ey, und der auch noch. Hör mal. Hör mal, ihr habt keine Vorfahrt. Hallo. Du musst sagen, das kannst du keine Fertelle. Ja, da kannst du auch hier keine Fertelle. Die fahren einfach alle durch hier. Ist hier ein Scheißial. Achso, die hatten noch eine Ampel. Hä? Aber ich hatte doch grün, oder nicht? Egal. So, einsteigen bitte bei dem unfreundlichsten Busfahrer der Welt. Schwören, die Heizknöpfe finden Sie auf der linken Seite. Nach Harald Frenkel, ne? Ja. Ein Erwachsenenticket, bitteschön. Auf Wiedersehen. Schöne Fahrt. Ja, Manfred, Pässe auch natürlich. Bitteschön. So. Eieiei. Ach ja. So, weiter geht's. Fahren wir mal. Okay, hier kommt ein Berg. Alles klar. Herzogbrücke. Alles klar. Die
die neuen, die originalen Schwebebahnansagen haben wir auch noch nicht, ne? Nö. Und hier sind so viele Mülltonnen, Alter. Was ist denn hier los? Habe ich doch gesagt. So, ich muss jetzt gleich hier direkt drüber. Muss mal warten, bis der hier gefahren ist. So. Hast du dich verschluckt? Nee, irgendwie ist das komisch. Irgendwie ist das komisch, wa? So, einmal einsteigen bitte. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Also die Performance lässt auf jeden Fall zu wünschen übrig. Das finde ich echt sehr, sehr schade hier auf der Karte. So, jetzt können wir fahren hier. Genau. Boah, da ruckelt ja hier. Macht echt gar keinen Spaß, boah. Alter Markt. Alter Markt sind wir jetzt. Gleich. So, komm. Was macht ihr denn jetzt hier? Ihr habt doch grün, oder nicht? Ach Mensch, was machen denn wieder die KI-Autos? Ja, jetzt fahren wir unter der Spielbahn entlang. Wenn die Autos mal fahren würden, hallo. Kannst du keine Fatelle hier? Ja, toll, nee, jetzt wird es rot. Super, toll. Super getimed, ne? Ja. Ist nicht mehr normal. Was macht ihr denn da? Ich muss doch mal eben gucken, ey. Das... Ach so. Da war auch gut, alles klar, okay. Kann ich verstehen. Entschuldigung. So, jetzt müssen wir erstmal warten, bis es wieder grün wird. Was haben wir eigentlich an Verspätung? Oder Verfrühung? Müssen wir mal eben schauen. Oh, wir sind genau pünktlich, okay. Perfekt. So, weiter geht's. Einmal um die Kurve hier. Ja. Boah. Ach, da ist... Okay, ich habe extra eine Busspur, gut. So. Dann einmal links. Mal wieder rote Ampel, jetzt gedacht. Mal wieder. Mal wieder, ja. Was haben wir denn da hinten? Textilpflege Bonk oder was steht da? Was? Bonk? Keine Ahnung, das ist verdeckt von der Ampel. Kannst du mal wieder keine... Das kannst du echt keine vertellen. So, jetzt das aber. Ja, geht doch. Warte mal, das müsste ich jetzt wissen. Textilpflege. Bock. Alles klar. So. Bock. Die haben echt alle Bock. So, alter Markt sind wir jetzt hier. Die haben auf jeden Fall Bock, Textilpflege zu machen. Los. So. Echt Bock, ey. Das ist echt bockig. Macht echt Bock mit euch hier die Let's Plays zu machen. So, Leute. Können wir öfters machen. Ja, macht echt Bock, Alter. Wir haben alle so richtig Bock. Ja, Mann. Boah, wir sind jetzt schon an der Endhaltestelle. Jetzt hat er enttäuscht, ne, dass ich das gesagt habe. Oh. Oh, da fährt die Schwebebahn. Da fährt die Schwebebahn. Das kann doch nicht. Nee, kann doch nicht sein. So. Wir haben jetzt aber rot. Barmen Bahnhof. Barmen Bahnhof, okay. Da hinten ist noch ein Autohaus. Autohaus, klar. Eine Tiefgarage, so. Ja. Mehr gibt es hier nicht zu erzählen. Barmen Bahnhof. Da fährt die schöne Schwebebahn entlang.
Ne? Ah. Also, jetzt haben wir noch drei Buslinien vor uns, ne? Fährst du die jetzt alle noch? Nein. Ich meine jetzt in den zukünftigen Let's Plays. Ach so. Ja. Na ja dann. Ja. So, wir haben grün. Jetzt können wir weiterfahren. Ja, und der Bus, der ist ja halt eigentlich nur eine Klonung von den Hamburger Buspaket, ne? Eigentlich, ja. Ja, nur halt ein bisschen verändert. Aber mein Gott, ist halt trotzdem noch ein guter Bus, ja? Da gibt es echt nichts zu meckern. Klar bezahlt man da nochmal drauf, aber, ne? Warum nicht? Man hat ja genug Geld. Man hätte das vielleicht irgendwie mit dem Hamburger Buspaket verbinden können. Ja, aber dann würde man ja kein Geld mehr machen. Ja. Aber mein Gott. Demnächst gibt es ja noch eine weitere Variante. Ein Hamburger Bus wird das ja, glaube ich, ne? Der wird ja hier bei Wuppertal hinzugefügt. Mhm. Ja. Weitere Infos weiß ich jetzt auch nicht darüber. Weitere Infos erhalten Sie nach diesem Let's Play. Nein, Spaß. Genau. Unten in der Videobeschreibung. Nein, auch nicht. Ich will die Leute jetzt hier nicht verwirren. So, Erik, Alter. Erik, Alter, schäm dich. Wie kannst du sowas sagen? Ey. Ja, ey. Aber alles nur meine Schuld, ey. So. Alles wird nur mir in meine Schuhe geworfen. Wir müssen links abbiegen. Ich dachte, du bist schon an der Endhaltestelle. Ja, ich bin jetzt gleich auch an der Endhaltestelle. Nämlich in 3, 2, 1. Endhaltestelle. So, Leute. Lass mal die Leute noch aussteigen. Ja, da ist unser Endresultat. Leute. Wir haben keine Verzögerung oder Verspätung gehabt. Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja. Als nächstes werden wir die Linie. Weiß ich noch gar nicht. Fahren. Wir werden auf jeden Fall eine weitere Linie auf Wuppertal im nächsten Part fahren. Also wir werden auf jeden Fall alle Linien von Wuppertal durchspielen. Ja. Ihr könnt ja mal eure Meinung zum Sadie und Erik schreiben, ob ihr vielleicht weitere Parts mit denen sehen wollt oder... Ja, sicher. Ja, nicht. Ja, sicher, ne? Genau. Yeah. Auf jeden Fall, ja, ihr könnt ja auch mal eure Meinung zu Wuppertal in den Kommentaren schreiben. In die Kommentare. Ich weiß, Leute, ich bin schon ein bisschen spät dran, ne? Also... Ich bin, glaube ich, der letzte YouTuber, der noch Videos zu Wuppertal raushaut. Aber mein Gott, ne? Der letzte aus dem Bergheim. Ja. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part. Tschüss. Ciao.